So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, und heute mit dem F2. Ja, da hatte ich jetzt mal ein bisschen Pause und ich dachte, ich kram den mal wieder aus der Garage. Und guck mal, was mit dem so passiert. Ist aktuell mein Lieblingspanzer. Vielleicht wird er bald vom Tiger 2 abgelöst, den habe ich auch bald. Ja, dort müssen wir dann mal gucken. Ja, und natürlich herzlich willkommen an alle neu dazugekommenen. Quasi die hier von Implits Video mal rübergekommen sind, um einfach mal vorbeizugucken. Freut mich natürlich. Das heißt, herzlich willkommen an euch und natürlich auch herzlich willkommen an alle Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, alle, die mich schon vorher kannten und quasi die mich schon vorgefunden haben. Und aus irgendeinem Grund will jetzt die Textur hier hinten nicht laden. Das tut mir natürlich jetzt leid. Das sieht jetzt mega hässlich aus, aber hallo? Warum lädt die Textur nicht? Die am Turm ist, glaube ich, geladen. Ah, jetzt ist sie auch am Panzer geladen. Alles klar. Ja. Wir werden hier hinten rumfahren. So zumindest der Plan. Wir haben eine starke Kanone. Wir haben keine Panzerung. Wollen wir mal gucken, was so daraus wird. Wie gesagt, ich habe heute schon die dollsten Sachen erlebt. Ich will halt irgendwie spannende Runden zeigen. Und wenn uns das gegnerische Team überrollt, muss ich sagen, ja, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so spannend zum Zugucken. Quasi zu sehen, wie ich quasi über die Karte fahre und dann weggeschossen werde. Ja, ich sag mal so, es gibt Spannenderes. Ne? Oder wie ich einfach zweimal vom Flugzeug rausgenommen wurde in derselben Runde. Oh gut, ne? Das kann man natürlich sich angucken, finde ich aber irgendwie, ich weiß nicht, für eine Folge finde ich das ein bisschen langweilig. Wir halt irgendwie unterhalten, ne? Und da ist halt doof, wenn in der Runde halt nichts passiert. Das sage ich auch schon. Das ist quasi wirklich eine komplette Runde. Einmal über die Karte gefahren bin. Und keinen einzigen Gegner getroffen habe, weil die alle noch in ihrem Spawn standen. Ja, und dann bin ich dann am Ende der Runde endlich bei dem ersten Gegner angekommen. Das war auch. Aber auch schon. Da habe ich auch so gefreut. So. Der KV-1 da hinten ist jetzt doof. Ah, guck mal, da kommt noch ein Panzerjäger. Nee, jetzt nicht in der Ernst. Ha, da ist geschossen. Wollen wir mal gucken, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ah, ist okay. Ich treffe mal wieder gar nichts. Da schieße ich dem schon mal hinten in die Munitionsreserve und dann geht er noch nicht mehr in die Luft. Schade eigentlich. Guck mal. Guck mal einer an. Ganzer Turm raus. Der F2 hat keine schlechte Kanone. Ich nehme an, die Flak wird gleich wieder rauskommen. Die 8er Flak. Das ist jetzt hier ein bisschen campen und wartelastig, aber anders geht's nicht. Wenn ich da hinten drauf fahre, bin ich definitiv Geschichte. Weil ich habe einfach keine Chance, wenn ich da drauf fahre. Yes! Jetzt habe ich's. Jetzt hat er die Munitionsreserven gefressen. Bam. So. Sorry, das. Bei der 8-8er muss das sein. Das ist so mein. Oh, mein Hasspanzer im Gegnerteam. Wenn der auftaucht, bin ich eigentlich. Da explodiere ich quasi schon beim Hingucken. So, der KV-1 kann wieder schießen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was da hinten noch rumsteht. Ich werde jetzt mal was machen und fahre einfach mal ein ganz kleines Stückchen vor. Ja, ja, ihr seht schon, was da hinten alles rumsteht. Na? Gut, der KV-2 bewegt sich jetzt weg. Das könnte unsere Chance sein. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung die Panzer auf C gucken. Gucken die in meine Richtung? Habe ich keine Chance. Ich halte nicht mal einen Schuss aus, ohne hier gleich komplett den Bach runter zu gehen. Sieht aber gut aus. Sturmgeschütz, 1. Zurück. Zurück, zurück, zurück. So, wieder gucken. KV-1. Ist der nächste. Okay, den machen wir jetzt erstmal platt. Ihr müsst gerade mal. Jetzt bräuchte ich so ein Pulsmesser. Der T-34 guckt in eine andere Richtung. Unsere Chance.
unsere Chance. Können wir den treffen? Jetzt. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh Gott, wir haben einen T-34. Das ist wie Weihnachten. So. Den da. Nächster. Turm. Turm raus. Wir haben sogar ausgeschaltet. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kommen jetzt noch Panzerjäger. Oh Gott. Gott sei Dank hat der uns nicht erwischt, ey. Den habe ich nicht ein bisschen zu spät gesehen. Das sollte es für ihn gewesen sein, hoffe ich. Wenn niemand auf uns achtet. Oh, der T-34 könnte wehtun. Also, wir schaffen es noch rechtzeitig. Von der Seite, von der Seite, von hinten. Ja, wir mussten jetzt durch den Krater. Ja. Keine Chance. Der T-34 hätte uns jetzt von hinten aufgeräumt und wären wir jetzt nicht dem Hetzer, nee, Quatsch, dem Marder hinterhergefahren, hätte der uns später noch abgeholt. Ja, eine relativ schlechte Chance für uns. Ich weiß nicht, ob hier was anderes übrig geblieben wäre. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass nein. Weil wenn ich da jetzt, ich sage jetzt mal so, wenn ich da jetzt quasi stehen geblieben wäre und gegen den T-34 gekämpft hätte, ja, hätte ich den T-34 mit einem Schuss rausgenommen, vielleicht. Aber ich vermute einfach mal, dass dann der Marder um die Ecke gekommen wäre und mich einfach weggesnackt hätte. Ich habe mich jetzt also einfach entschieden, quasi den Marder platt zu machen. Ja, hat leider nicht funktioniert. War da ein bisschen zu nervös. Hätte ich den mit dem ersten Schuss gut getroffen, wäre das auf jeden Fall was geworden. Da hätte ich vielleicht mich nochmal umdrehen können. Und mich dann um den T-34 kümmern können. Wobei natürlich muss man hier sagen, ne, der T-34 nimmt mich natürlich auch mit einem Schuss raus. Oh, guck mal, das war schon. Jo. Das war schon. Ja, Mensch, das ging ja schnell. Doch, ich würde sagen. Oh, gucken wir. Wir gewinnen auch noch 10.000 Silberlines. Ja, das ist doch nett. Ja, wie gesagt, Platz 7 im eigenen Team. Mein Gott. Kann ich mit leben? Ich glaube, dafür war die Runde aber eigentlich ganz spannend. Ich habe den F2 so ein bisschen gezeigt. Ich glaube, das kann man machen. Ja, 5 zerstörte Bodeneinheiten. Gut, der Anfang war ein bisschen langsam, aber dann ging es ja gut ab. Ich glaube, das kann man mal machen. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like und über Kommentare freuen. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.